So, dann mache ich noch mal einen kleinen Rundgang von meiner Discoanlage. Hier habe ich einmal drin eine Frequenzweiche vom Behringer, ein Tellermischpult, ein Tonmischpult. Dann habe ich hier so ein, ich weiß es nicht genau, wie man die nennt. Ich kriege die auch gar nicht mehr raus. Warum auch immer. So ein Verteiler für Klinkenstecker. Dann habe ich hier ein Mischpult für Lichter, einen Verstärker an der Endstufe, DJ-CD-Player mit Steuergerät, Funkmikrofon-Set, Tonmischpult, Moving Head. Dann habe ich hier noch zwei Moving Heads. Hier drunter die ganzen anderen Lichter. Da hängt auch noch ein Licht. Hier hängen auch noch Lichter. Dann habe ich hier noch Musikboxen, zwei Top-Teile, ein Bass. Hier noch ein paar Top-Teile, zwei Paar Top-Teile. Dann sind das drei Paar Top-Teile, vier Paar Top-Teile und insgesamt fünf Paare Top-Teile. Dann insgesamt drei Bässe. Hier noch zwei Stromwürfel, zwei Monitorboxen, E-Gitarrenverstärker, eine E-Gitarre, dann zwei Außenbühnenstrahler von Thomann. Von den Außenbühnenstrahlern habe ich noch zwei Stück bestellt. Die werden aber erst am 31. August versendet, weil die nicht auf Lager haben. Hier noch ein paar andere Lichter auch, Nebelmaschine, noch eine Nebelmaschine. Noch ein Funkmikrofon-Set, noch ein Lichtmischpult. Hier noch Steckerleisten mit dem Fehlerstromschutzschalter, noch ein Licht. Hier sind auch noch Lichter drin. Hier ist noch ein Mischpult. Da ist auch noch ein Licht. Und hier ist noch ein Multicore-Kabel. Und da oben ist auch noch ein Multicore-Kabel drin. Und dann haben wir da noch eine Disco-Kugel. Genauso wie hier. Da oben sind auch noch Lichter. Hier ist noch ein Numark NV2 DJ-Controller. Dann zeige ich euch nochmal den Rest, was ich habe. Makita Akkuschrauber, Makita Schleifmaschine, Handkreissäge. Hier ist noch ein Mischpult für die Anlage, das hatte ich vergessen. Hier sind 1, 2, 3, 4 Hüpfburgen. Ein Flattermann. Hier ist ein Stromverteiler drin, 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 hier ist ein Stromverteiler drin und hier ist ein Stromverteiler drin. Dann sind PlayStation-Spiele drin. Hier sind Leuchtsäulen drin. So, dann sind hier PS3, PS4, PS2, Wii. Dann habe ich hier in dem Schrank noch eine Oberfräse und noch einen Akkuschrauber und noch zwei Stichsägen und Lötkolben. Hier steht ein Stromkasten. Genauso wie in der Garage steht ja auch noch einer. Da oben ist noch ein Strombüffel drin, wo Thomann draufsteht. Und die Dinger, die mag ja auch der ein oder andere von euch kennen. Dann habe ich hier drin noch ein Licht, noch eine Stereoanlage, Heimkino-Videorekorder, eine Musikbox, eine VR-Brille für die PS4 und einen Stromwürfel noch. Eine Kabeltrommel mit dem FI-Schalter, der ist da dahinter.
Dann habe ich noch, hier steht noch ein Kopierer und ein Drucker. Hier unten sind noch zwei Nebelmaschinen drin. Hier ist noch eine PR-Box. Und dann ist da ein aufblasbarer Weihnachtsmann drin, 6 Meter hoher. Und hier sind Sachen zum Basteln drin, also Techniksachen. Hier sind Spanngurte drin für die Hüpfburgen. Hier sind noch aufblasbare Weihnachtsfiguren drin. Da steht noch ein Drucker. Hier steht noch ein Computer. Und da sind noch PC-Ersatzsachen drin und noch ein Lenker für die PS2. Und hier hinten in der Kiste, da sind noch richtig viele von solchen Handmeldern hier drin. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.